Hi und willkommen zurück zu Sunrise the Game. Tja, das letzte Mal waren wir ja bei Jennifers Wohnung in der Park Street und haben ihr ihre Kreditkarte hinterlassen. Tja, und darauf sind wir ja gleich wieder zurück ins Loft, um mit Ryan zu reden, was wir als nächstes vorhaben. Okay. Und, hast du sie gefunden? Du meinst Jennifer? Ja. Zumindest die Wohnung habe ich gefunden. Ich habe mich auch vor der Tür bemerkbar gemacht, aber sie hat leider nicht aufgemacht. Hä? Ich habe vor der Tür getanzt. Getanzt? Natürlich nicht. Vielleicht war sie einfach nicht da. Na doch, doch. Ich denke mal, sie hat sich erst einmal verschanzt. Und die Kreditkarte? Die habe ich durch den Türschlitz geschoben. Gut. Als Zeichen des Vertrauens. Du bringst mich auf ein anderes Thema. Ich könnte wieder deine Hilfe gebrauchen. Vergiss es. Die Antwort heißt diesmal nein. Egal, was es ist, nein. Hör mir doch erst mal zu. Genau das werde ich nicht tun. Nein und nochmals nein. Rydek, wir müssen flexibler. Nein. Du stell dich doch nicht so an. Ich werde mir das nicht reinziehen. Nee. Max kann ich das nicht machen lassen. Oh, das wiederum interessiert mich jetzt. Warum denn nicht? Weil? Hier Fingerspitzengefühl gefragt ist. Du hast ja recht, wenn du sagst, wir können da draußen nicht rumlaufen und alles demolieren. Was kommt jetzt? Eine Einschleimnummer? Rydek, im Ernst, wir brauchen in Zukunft ein Auto mit möglichst großer Ladefläche. Also so eine Art Transporter und ich bin echt dafür, dass wir uns das Auto nur ausborgen, ohne es zu beschädigen. Ich kann dir gerade nicht ganz folgen, wie das funktionieren soll. Es muss doch eine Möglichkeit geben, ein Auto zu besorgen, ohne es erst aufzubrechen und kurzschließen zu müssen. Natürlich, wenn du eins kaufst. Rydek, ich meine das im Ernst jetzt. Wir brauchen ein Auto. Du bist dir sicher, es muss ein Van sein, so einer mit fetter Ladefläche? Unbedingt. Es ist schwer anzunehmen, dass wir in naher Zukunft einiges transportieren müssen. Mit Sicherheit auch sperriges Zeug. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ich soll einen Van besorgen. Mit Ladefläche wegen dem schwer anzunehmenden Zeugs, ohne das Fahrzeug aufzubrechen bzw. kurz zu schließen. Genau. Ich bin sowas von im Arsch. Ich erkläre dir mal in groben Zügen, was hier läuft, ja? Also, so wie ich das sehe, war ich bis gestern ein unauffälliger Bürger dieser Stadt. Alles, was man mir bis dahin vorwerfen konnte, war, dass ich beim Monopoly mal beschissen habe, im Kreise der Familie. Das war alles. Bloß im Moment, ja, drehe ich ein Ding nach dem anderen. Wenn das so weitergeht, müssen die staatlichen Behörden sich einen Kopf machen, wie sie mein Leben verlängern, damit ich meine Strafen absitzen kann. Ganz ehrlich, das gefällt mir überhaupt nicht. Nicht mal im Ansatz! Die Farbe ist doch hoffentlich egal, oder? Natürlich. Na, und innen muss es auch nicht feinstes, weiches Leder sein, oder? Nee. Sicher. Und wir wollen doch nicht, dass es zu einfach wird, oder? Na gut, dann tobe ich mal los. Okay, damit hat uns Brian eine neue Aufgabenstellung gegeben. Wir sollen also einen Van auftreiben. Tja. Und beim Abschleppwagen haben wir eine Quittung gesehen, dass diese beim Polizeirevier aufbewahrt werden. Ja, überspringen. Und dort werden wir uns gleich hinbegeben. Tja, mal schauen, ob dort irgendein passendes Fahrzeug ist. Hoffe zumindest. So, und wieder lange Laufwege. Ja. So, und da sind wir auch schon. Okay. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie das Tor öffnen. Und rein ins Polizeirevier. So, da war ja ein Türöffner. Ich könnte wetten, mit dem Knopf geht draußen das Tor auf. Ja, dann machen wir es halt. Na, mal schauen, was passiert. So, okay, dann schauen wir mal raus. Aha, zu. Ach nö, was soll denn das? Ich sollte meine grauen Zellen mit Blut versorgen, vielleicht komme ich dann zu einer Lösung. Ja, wäre auch eine Lösung. Okay, das Tor geht irgendwie nicht auf, oder geht's nicht? Oder fällt es wieder zu, oder was weiß ich? Naja, probieren wir mal die Mülltonne. Mann, dass die Mülltonnen immer so muchten müssen. Über Autoabgase wird lamentiert und stinkende Mülltonnen einfach ignoriert. Laufen die unter Aromatherapie oder was? Ja, und? Schwer genug ist die Tonne. Wenn ich die jetzt an das Tor lehne und den Taster nochmals drücke, könnte es funktionieren. Da liegt zwar der ganze Prassel hier rum, aber ist mir jetzt auch egal. Ja, spielt eh schon keine Rolle mehr.
So. Mit der Mülltonne hoffen wir natürlich, dass das Tor jetzt offen bleibt. So, ein neuer Versuch. Tja, dann wollen wir mal. Na, mal schauen, was passiert. Oh, es hat schon mal ein anderes Geräusch gemacht. Okay, dann hinaus. Jawohl, und das Tor ist offen geblieben. So, dann... Nein. Okay. Auto. Und da ist der Van. Mal schauen, ob ihr das... Ob da ein Schlüssel fehlt oder auch nicht. Na, das war ja wohl zu erwarten. Die Kiste ist verschlossen. Okay, die Kiste ist verschlossen. Wir sonst noch irgendetwas machen? Die Kiste ist verschlossen. Ja, alles verschlossen. So. Die Kiste ist verschlossen. Und diese wahrscheinlich auch. Die Kiste ist verschlossen. Okay. Dann zurück ins Polizeirevier. Mal schauen, ob wir da irgendetwas finden. Computer, Akten, keine Ahnung. Na, einfach einmal alles durchschauen. Was soll denn das? Okay, Ablagefächer. Sag mal, das kennst du doch. Ist auch nichts. Akten. Langsam wird's etwas. Beweismaterial. Oh, natürlich. Gerät. Pinnwand. Ah, da hinten geht's. Können wir nicht mal was anderes angucken? Muss es immer das sein? Okay, dann da hinein. Na, das ist doch mal eine Ansage. Zündschlüssel und zwar reichlich. Mit Sicherheit für die Kisten auf dem Hof. Ich schlag vor, ich nehme nur einen Zündschlüssel. Immerhin bin ich hier in einer staatlich anerkannten Behörde. Wenn ich nichts durcheinander bringe, wirkt sich das vielleicht später strafmildernd für mich aus. Ja. Okay, dann... So. Zündschlüssel, Schlüsselkasten. Das kleine wandverschraubte Schmuckkästchen lässt die Männerherzen höher schlagen. Hier hängen die Eintrittskarten für all die abgeschleppten Falschparker, die im Hof stehen. Ja, und wir werden uns einen von diesen schnappen. Okay, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, welcher der richtige ist. Puh, ich habe keine Ahnung. Tja. Mal probieren. Okay. So. Schauen, ob der erste gleich der richtige war. Zu dumm aber auch, es muss ein anderer Schlüssel sein. Okay, das war der falsche. Dann wieder zurück und hol den nächsten. So, rein. So, nächste Zündschlüssel. Ja. Ich glaube, das kann jetzt ein bisschen dauern, aber... Könnt ihr überspringen. Hoffe ich mal. Oder auch nicht. Vielleicht ist es dieser. Oder auch der nächste. Na bitte. So wie es Brian gewünscht hat, ohne Jawohl. Aufzubrechen. Jawohl, und wieder ein Ladescreen. Und wir haben ja unser erstes aufgemotztes Auto. Okay. So, da wären wir wieder im Loft. Max. Willst du mit uns reden? Okay, dann. Erzähl uns was. Da bist du ja endlich. Ja, was heißt denn hier endlich? Brian hat mir gesagt, du organisierst ein Auto. Wann hast du das in Mexiko weggefunden? Das ist nicht der Augenblick, Max. Das ist jetzt wirklich nicht der Augenblick. Komm, zieh dir einen Rock an. Ja, genau. Das Lexikon zeigt unter Dummschwätzer ein Bild von dir. Lass uns doch mal über deine Frisur reden.
Was ist damit? Ja, ist das eine Operation oder ein Haarschnitt? Ey, wer hat dir erlaubt, mich so voll zu labern? Das dürfen nur 100-Jährige in Begleitung ihrer Eltern. Ja, du wandelnder Meter hast doch mit dem Scheiß angefangen. Pass auf, ich hatte heute einen ganz miesen Tag. Außerdem bin ich unausgeschlafen und fies. Ich fresse grundsätzlich nur Stacheldraht und pisse Napalm. Und ich kann der Fliege aus 300 Metern Entfernung ein Loch in den Arsch schießen. Also sabber jemand anders voll, hä? Stopp, stopp, hallo, hallo, stopp. Wir sollten uns jetzt nicht streiten, ehrlich. Es ist, Ganz meine Meinung. Ja, seien wir nett zueinander. Okay, wer fängt an? Sag mal, wo ist denn eigentlich Brian? Der ist schon mal losgehirscht Richtung Bibliothek. Na wunderbar, hätte der nicht warten können? Na, wie sag ich's am besten? Am besten gar nicht. Jedenfalls ist er schon lange weg und er hat für jeden von uns einen Job dagelassen. Ist er nicht großzügig? Was, Brian hat uns einen Job dagelassen? Habe ich das richtig verstanden? Fast. Er hat für uns beide je einen Job dagelassen. Na, ich bin mit Brians Jobs bestens vertraut. Seine Ideen sind im Moment so bekloppt, die halten die ganze Welt in Atem. Das trifft sich ja gut, dass zurzeit keiner weiter da ist. Ach, Junge, Junge, jeder hat heute irgendeinen dummen Spruch auf Lager. Also, soll ich es dir in dein Mutti-Heft eintragen? Was? Deinen Job. Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Mann, du klingst wie eine keifende Ehefrau. Hallo, wir wollten nett sein, schon vergessen? Hat überhaupt schon einer angefangen? Ja, ich. War ich da dabei? Okay, was ist jetzt mit dem Job? Du sollst was abbauen. Was? Ein Rotorkopf. Ein Rotorkopf? Wie von so einem Helikopter vielleicht? Yep. Sag mal, jetzt hat sein Gehirn komplett geerdet, oder was? Das ist ja nicht zu glauben, das hat ja schon einen Hauch von organisiertem Schwachsinn. Ein Rotorkopf! Es wäre wohl sehr wichtig für die neue Maschine. Die alte hat so zerlegt, da geht wohl nichts mehr. Ja, in seinem Kopf, ja? Da geht nichts mehr. Meine Aufgabe ist von ähnlicher Natur. Ich muss einen ganz speziellen Elektromotor ranholen. Keine Ahnung, wo es so ein Teil gibt. Er wusste es ja selber nicht mal. Wie stellt denn der Mann sich das vor? Ich meine... Du kannst ja mal hinfahren und dir das angucken. Also ich mache mir da wenig Hoffnung. Drüben, am Hudson River, gibt es so einen Hubschrauberlandeplatz. Die bolzen damit täglich die Touristen durch die Luft. Rotorkopf. Sag mal, Radek, was ich dich noch fragen wollte, ist die eigentlich immer da? Was? Die schwarze Wolke vor deiner Stirn. Ach, du quatschst vielleicht eine Scheiße. Okay, wir sollen also von einem Hubschrauber einen Rotorkopf abbauen. Naja, was es nicht so alles gibt. Okay. Hey Mann, ich bin nicht Einstein. Alles, was ich weiß, weißt du bereits. Okay, ja, dann werden wir uns halt mal auf den Weg machen. Und noch einen Hubschrauber Ausschau halten. Gibt es ja überall an der Ecke. So, raus aus dem Loft. Okay, wir sollen also an den Hudson River. So, und wo ist jetzt das Auto? Gibt es überhaupt eins? So. Jawohl, da ist ja unser Van, den wir uns ausgeborgt haben, sagen wir mal. Okay, aber bevor wir zu diesem Hubschrauber gelangen, werde ich hier wieder eine Pause machen und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Also bis dann.